Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Videoblogs. Heute fliegen wir sozusagen über das Pforzheim vor dem Angriff der Zeit, so um 1940, 41. Und was hier auffällt, ist, dass es doch recht viele Schornsteine zum Beispiel gibt. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges der vielen Fabriken, die sich in der zentralen Stadt Pforzheim befanden zur damaligen Zeit. Und hier schauen wir Richtung Gaswerk über die Stadtkirche. Das Emma-Jäger-Bad ist rechts zu sehen. Und hier links in der Mitte die Herz-Jesu-Kirche und dahinter die Franziskuskirche. Jetzt nehme ich diese Karte mal weg. Und jetzt sind wir auf dem Hache. Und was wir hier rechts sehen, ist nicht das Emma-Jäger-Bad, kann gar nicht sein, sondern das ist die Friedrich-Ober-Realschule, also das spätere Hebel-Gymnasium. Und im Hintergrund sehen wir die Stadtkirche und die Herz-Jesu-Kirche. Und auch hier wieder einige Schornsteine. Na, das ist nicht Corona, das ist einfach ein Morgenfrosch. Ich habe noch nicht viel gesprochen heute. In der Zeit, als sozusagen die Nationalsozialisten die Herrschaft hatten, also zwischen 33 und 45, zwischen der sogenannten Machtergreifung Ende Januar 33 und dem Mai 45 oder für Pforzheim sozusagen Mitte April, als die Franzosen, Marokkaner und Tunesier die Stadt eingenommen hatten. In dieser Zeit wurden hier in Pforzheim nicht nur für die Rüstung produziert, sondern auch zahlreiche Winterhilfswerksabzeichen gemacht. Und da habe ich jetzt hier was für Sie. Eine Sammlung von 7 sogenannten Winterhilfswerksabzeichen aus dem Oktober 1941. Ganz genau die Straßensammlung oder Zweite Reichsstraßensammlung des Kriegswinterhilfswerks 1941-42 vom 25. und 26. Oktober 1941. Und das sind 7 germanische Schilde, die hier aus Zinkguss eben in Pforzheim produziert wurden. Nicht jedes Kriegswinterhilfswerksabzeichen und nicht jedes Winterhilfswerksabzeichen vor dem Krieg wurde in Pforzheim produziert, aber ziemlich viele. Und man könnte anhand der Marken, die auf der Rückseite drauf sind, auch erkennen, in welcher Firma das gemacht wurde. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht. Aber da stehen dann zum Beispiel P3 oder P10 oder P15 und P steht für Pforzheim und das andere sind eben Firmennummern. Die Schilde hier, wir können uns mal genauer anschauen. So, da haben wir hier zum Beispiel einen Adler. Und ich drehe das jetzt mal um. Und da steht dann hier zum Beispiel Deutsch 1195 bis 1196. Also das war das Vorbild. Wir sind im hohen Mittelalter. Und das Interessante ist, dass gerade in dieser Zeit Pforzheim Stadtrechte hatte. Also das ist die erste urkundliche Erwähnung von Stadtrechten. Wir sehen hier einen Adler mit einem Kopf, der heraldisch nach rechts, für uns nach links schaut. Und immer in der Mitte dieser Abzeichen, die man so am Revers dann getragen hat, da ist, ja, entweder ist es so mit Emaille das Buckschild ausgefügt oder sind vielleicht auch Edel- oder Glassteine, Halbedelsteine natürlich, die hier eingefügt sind. Also, das war Deutsch, 12. Jahrhundert. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Und hier steht jetzt Normannisch um 1056. Und das da. Da steht jetzt Westgermanisch, 5. Jahrhundert. Und hier sehen Sie zum Beispiel ein P rechts neben der
Nadel, also Zeichen für Pforzheim. Und dann geht es gerade weiter. Ich drehe es jetzt immer falsch rum. Das ist einfach so. Da sind wir jetzt bei Ungarisch und hier unten steht zum Beispiel P. Entschuldigung, Urgermanisch. Wie konnte mir das passieren? 1000 vor der Zeitrechnung, also nicht vor Christus, sondern vor der Zeitrechnung. P15, also Pforzheim, eindeutig. Und dann hier haben wir Altschwedisch, 7. Jahrhundert, P2. Das war übrigens das Urgermanische. Und hier so mit so einer Art Sonnenrad. Drehen wir es mal um. Und Thüringisch, 7. Jahrhundert, P3. Und schließlich als letztes, also alles sind übrigens eBay-Funde von einem Händler. Jemand, der das damals gekauft hatte. Das ist Schwäbisch. Und erstes Jahrhundert vor der Zeitrechnung, P9. Also, das sind diese Kriegswinterhilfswerksabzeichen. Das Winterhilfswerk war also gegründet worden gleich nach der Machtübernahme. Und in diesem, es wurden also ab dem 1. Oktober 1933 wurden zum Beispiel die Eintopfsonntage eingeführt, die auch in diesem Zusammenhang stehen. Und diese Haus- und Straßensammlungen waren immer in den Wintermonaten. Und deswegen auch Winterhilfswerk. Allein 31 Millionen Reichsmark kamen im Winter 35-36 zusammen. In der Reichshauptstadt Berlin waren es 75.000 Helfer, die mit ihren roten Sammelbüchsen unterwegs waren und auch mediengerecht haben viele Prominente gesammelt, Schauspieler zum Beispiel oder eben auch dann NS-Führer. Und da kamen allein in Berlin im Oktober 35 375.000 Reichsmark zusammen. In Kreis, Stadt und Amt Pforzheim waren es zum Beispiel beim 5. Deutschen Winterhilfswerk 37-38 45.000 Reichsmark an Sachspenden und knapp 430.000 Reichsmark an Geldspenden. Und ich lese hier was vor für einen Text, den ich geschrieben habe, für ein Buch, das im Herbst rauskommen soll. Aber dieses Kapitel, das mussten wir am Schluss dann wegen Platzmangel streichen. Daher jetzt auch der Film. Das Buch wird heißen Dunkle Geschichten aus Pforzheim und wird so im November ungefähr auf dem Markt sein. Diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, von 37-38 verkündete der Kreisbeauftragte Robert Kassebaum am Sonntag, den 9. Oktober 1938, zum ersten Eintopfsonntag der neuen Wintersaison und zum Auftakt des 6. Winterhilfswerks bei einer großen Eröffnungsveranstaltung im Saalbau, das ist da, wo heute das Röchenhaus steht. Der Kreisleiter Knaap betonte im Anschluss, Zitat, dass Pforzheim auf dieses Ergebnis mit Stolz und Freude blicken könne, dass aber in diesem Jahr die Opferbereitschaft noch größer sein müsse, denn durch die Rückkehr von 10 Millionen Volksgenossen ins Reich, die zum Teil in großer bitterer Not gelebt hätten, seien die Aufgaben des Winterhilfswerks bedeutend größer geworden. Zitat Ende. Und der Oberbürgermeister Hermann Kürz richtete einen, Zitat, Appell an die Bürgerschaft, den Dank für die großen Taten des Führers durch erhöhte Opferbereitschaft zu zeigen. Zitat Ende, wie es der Chronist in der handgeschriebenen Chronik der Stadt Pforzheim damals vermerkte. Und mit diesen 10 Millionen Volksgenossen, da waren der Anschluss Österreichs im März und des Sudetenlandes erst kurz vor dem Oktober 38 gemerkt. In Pforzheim hat man übrigens auch schon im Ersten Weltkrieg viele Eiserne Kreuze und dann später Verdienstmedaillen, Kriegsorden hergestellt, so zum Beispiel auch das Frontkämpfer-Ehrenkreuz, das man dann ab 1834 verliehen hat, übrigens auch an die jüdischen Kriegsteilnehmer. Außerdem wurden in Pforzheim die ja, Olympiamedaillen 36 produziert, und zwar von der damals und auch lange noch sehr renommierten Kunstprägeanstalt B.H. Meyer, die am Turnplatz war. Und ich zeige jetzt noch das letzte Bild, dieser Turnplatz, nämlich nochmal eine Flugaufnahme über Pforzheim, der hieß nicht immer dann Turnplatz in dieser Zeit, sondern ab dem 9. November, also dem Tag der Erhebung 37, offiziell Platz der SA.
Was wir hier sehen, ist vorne der Saalbau, der ja auch gerade, also mit dem Beginn des Stadtgartens. Und da, hier an dieser Stelle, wo ist mein Finger? Da ist die Goldschmiedeschule gewesen, die ehemalige Kunstgewerbeschule. Und das hier ist die Schwarzwaldschule an der Hohlstraße, hier ist es Gott sei Dank. Und das da ist dann, jetzt komme ich mal mit dem anderen Finger, das hier ist der Turmplatz, Platz der SA, Reuchtengymnasium, Friedrich-Ober-Realschule und Zentralbank, also Reichsbank. Ja, das also war der Platz der SA. Und hier eben auch BH Meyer, direkt am Platz der SA. Wo ist es denn? Da, dieses Gebäude, das war BH Meyer. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Es war ein relativ langer Film, eben über die Produktion der Kriegswinterhilfswerksabzeichen. Also man hat da sehr viel Geld gesammelt, viel mehr als durch Steuern einkam, um ja, eine soziale Not auszugleichen, was aber propagandistisch dann eben auch ausgeschlachtet wurde. Ja, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.